Ein herber Rückschlag. Herzogin Meghan und Prinz Harry machen mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation sogar Verlust. Nachdem das Paar dem britischen Königshaus den Rücken kehrt, wandert es Anfang 2020 in die USA aus. Dort wollen die zweifachen Eltern auf eigenen Beinen stehen und ihre Pläne verfolgen. Dazu zählt auch die Gründung ihrer US-Wohltätigkeitsorganisation Archwell, benannt nach ihrem 2019 geborenen Sohn Archie Harrison. Damit wollen die Suits-Darstellerin und ihr Mann den kulturellen Wandel vorantreiben und die Gemeinschaft stärken. Allerdings sind sie dabei auch auf Spenden angewiesen. Doch dieses Business stellen sich die beiden Aussteiger-Royals vermutlich anders vor. Die 40-Jährige und ihr Gatte bleiben auf Kosten sitzen. Mit ihrer Organisation nehmen sie weniger ein, als sie ausgeben, wie aus aktuellen Steuerunterlagen die Daily Mail vorliegen, hervorgeht. Der Hauptgrund für das Minusgeschäft sind hohe Anwaltskosten. Eigentlich gründen Harry und Meghan nämlich schon 2019 die britische Organisation Sussex Royal. Hierfür sammeln der Enkel der Queen und die einstige Schauspielerin im Jahr 2020 mehr als 336.000 Euro. Seit dem Brexit dürfen sie diese allerdings nicht mehr nutzen. Und das Geld wird auch nicht auf Archwell übertragen. Stattdessen kommt ihnen die Auflösung der UK-Charity teuer zu stehen. Satte 49.000 Euro geben der Brite und die US-Amerikanerin für ihre Anwälte aus. Gleichzeitig bleibt Archwell stark hinter den Erwartungen zurück. Im ersten Jahr der Gründung nehmen sie weniger als 44.200 Euro ein und machen somit einen Verlust von rund 4.800 Euro. Doch warum können Harry und Meghan nur so wenig Spenden akquirieren? Aus dem näheren Umfeld der Eheleute gibt es Entwarnung. Schon im vergangenen Jahr beteuern Quellen gegenüber Telegraph, die beiden rühren die Werbetrommel bewusst noch nicht. Stattdessen konzentrieren sie sich zunächst auf weitere Projekte und unterstützen andere Bewegungen. Die wohltätige Arbeit soll erst gewinnbringend werden, wenn die Zeit dafür reif ist. Doch schon von Anfang an verstricken sich Harry und Meghan wegen Archwell immer wieder in Kontroversen. Kritik gibt es auch, weil die Organisation in Delaware gegründet wird. Der US-Bundesstaat ist für geringe Steuern und undurchsichtige Verschleierungstaktiken bekannt. Aber womöglich sieht die Bilanz schon bald besser aus. Genug Promi-Unterstützung, um die Stiftung voranzutreiben, haben die beiden auf jeden Fall. Unter anderem Megastars wie Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres zählen zu ihrem Bekanntenkreis. Wie viel Geld das Ehepaar im Jahr 2021 einnimmt, zeigt sich in dem nächsten Steuerformular. Ob Harry und Meghans Rechnung dann aufgeht, bleibt somit abzuwarten.